Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird uns ein sehr dunkles Spiel erwarten. Und zwar, wie ihr es vielleicht schon lesen könnt, Resident Evil Revolutions 2. Dieses Spiel habe ich bei meinem Vater schon gespielt, auf der PlayStation 3. Ich habe es mir heute runtergeladen für die PS4. Es ist die Episode 1. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 7 Episoden. Jede Episode kostet jeweils 5 Euro, glaube ich. Ja. Ich denke, heute werdet ihr mich erleben, wie ihr mich noch nie erlebt habt. Weil in diesem Spiel kommen Szenen vor, in dem ich auch dementsprechend mal zusammenzuck. Also selbst dieses Spiel, wenn ich jetzt irgendeine beliebige Taste drücke und einfach nur diese Stimme Resident Evil erscheint, kriege ich Gänsehaut. Weil ich dieses Spiel einfach geil finde. Ich habe es bei meinem Vater schon gezockt, ich liebe es bis heute noch. Und es sind wirklich manche Szenen dabei, wo ich manchmal echt, ich als alter Horrorfanatiker schon zurückzuck und wirklich Angst habe manchmal. Also, ja, ihr werdet mich so erleben wie noch nie eigentlich. Ich werde jetzt hier erstmal den Story Mode spielen. Der Raid Modus ist leider noch nicht freigeschaltet. Da müsste ich erstmal, glaube ich, die Story für durchspielen. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, ich mache den Ton noch ein bisschen lauter. Und wir starten. Oh, warte mal, muss ich das runterladen? Oh, ja doch, komm, dann holen wir das noch kurz. Ich kann ihn in der Zwischenzeit runterladen. Wenn ich nur diese Musik höre, ne? Oh, ich kriege jetzt. Ey, ohne Scheiß. Ich sitze hier gerade hinter der PlayStation. Und auf jeden Fall hinter meinem Bildschirm und ich habe Gänsehaut. Ohne Scheiß. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach? Oder normal? Ich weiß es nicht. Einfach. Episode 1, Strafkolonie. Bioterrorismus. Die Welt lebt damit. Sie lebt. Viren werden gestohlen, manipuliert, zweckentfremdet, mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Politiker, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik. Stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmopp. Der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Man nennt uns Terrasee. Denn Herr muss nicht mit Terroristen. Hey Leute! Oh, hi there! Hey! Hey, Claire! Nora! Willkommen im Club. Bereit zum Dienst verabredet.
Wann fängt die Quälerei an? Komm schon. Wie lange sind wir Freunde? Lange genug, dass ich dich verarschen darf. Claire, kannst du mal... Was ist los hier? Irgendetwas geht da vor in Washington. Hast du etwas gehört? Was? Das neue Virus? Nennt sich Corona. Du weißt, Tricelle ist Geschichte, oder? Hallo? Hey, ist das Burns Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über ihren Vater. Aber hallo, gefährliches Terrain. Okay, du bist informiert. Was ist die Verletzung? Die Kriegswehr, was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry! Egal, was ich bitte, er ist dagegen. Jedes Mal! Ich werde nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Und die Tragödie geht los. Wenn der Ton übrigens zu laut ist, ich weiß, es ist jetzt hier kein Stream, aber wenn es zu laut ist, dann schreibt mir das in dem Video unter die Kommentare bitte, dann, dass ich das nächste Mal weiß, dass ich leiser machen muss. Oder ob so passt. Betäubungsmittel. Oh je, Mine. So, jetzt geht's los. Ah, gut, es ist installiert. Oder? Gucken wir nochmal schnell nach. Ja, ist installiert. Also was ich gleich mal vorwegnehmen muss, es ist eine deutlich bessere Bildauflösung wie auf der PS3. Also jetzt nicht von der Qualität her, sondern einfach auch so von der Bildauflösung. Also ja, schon Qualität. Also, boah, krass. Also man sieht auf jeden Fall deutlich mehr Pixel wie früher. Warum haben sie sich nicht geöffnet? Ich hab nichts gemacht. Okay. Ja, ich muss selber erstmal klarkommen. Jetzt wieder mit dem Game. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 2 Jahren gezockt. Hier. Keine Sorge. Ja, das wollen wir alle. Nö. Wünsch dich. Ja, ich auch gern. So, lecker, lecker Leichenschmaus, wa? So abgedreht. Was glaubst du, was das mal war? Ja gut, ich meine, ich kenne das Spiel jetzt. Wow, okay. Brauchst nicht gleich so übertreiben.
Scheint mir mal eine alte Mine gewesen zu sein, hä? So wie es da runter geht. Oh Gott. Okay, da geht's nicht weiter, dann müssen wir da rein. Nee, wisch. Nee, sonst hätte ich gerade niemand rumgeschrien. Noch dümmere Fragen kann man auch nicht stellen, hä? Oi. Okay. Hier ist wohl ein kleines Desaster passiert, wa? Okay. Okay, die Tür. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, das ist eine ziemlich große Scheiße, da hast du jetzt wenigstens mal recht. Ups! Alter. Nee, Wesch, ich hab gedacht, da geht's nicht weiter. Ich hätte jetzt gedacht. Also, nee, nicht. Ich hätte jetzt gedacht, aber manchmal. Ich weiß manche Szenen schon gar nicht mehr. Oh, stimmt, hier liegt ein Messer. Und eine Taschenlampe. Das wird nützlich sein. Oh ja, klar. Dann hast du wenigstens was zu machen. Okay, ja, das wird noch hilfreich sein. So, dann. Achso, wollen wir mal gucken, noch mal kurz da hinten reingucken. Ob da nicht noch was rumliegt. Scheint aber nicht so, ne? Aber das hier, das muss doch ein alter Minenschacht gewesen sein. Ja gut, was heißt Minenschacht? Eher so. Ich sag jetzt mal Gefangenentransport. Nur auf Schienen. So, jetzt muss ich doch. Ah ja, hier. Zack, rüber. So, ich mal gucken hier. Zack, Regeln für Überwachung der Testpersonen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets der folgenden Regel eingehalten werden. Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormität zeigen. Okay. Hier noch irgendwas? Ah, hier, ja. Oh, geil. Cool. Money. Na, ich hab noch keine Schusswaffe. Super. Bringt mir viel. Ah, genau hier geht es. Übergeben, wegwerfen. Ja, klar. Bin froh um jede Munition, die ich hab. Oh nein, vor der nächsten Szene fürchte ich mich schon. Oh, nein, 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 ich will nicht. Ja, dann mach ich jetzt mal den Ton ein bisschen leiser, sonst fahre ich hier noch zusammen. Oh Gott, ja, die Szene wird. Ja, die Szene wird wieder beschissen. Los! Ich will nicht. Hier passiert gleich was. Ich will nicht. Ich weiß, was da kommt. Oh Gott. Boah! Alter! Leckner Marsch! Also jetzt bin ich zusammengefahren. Oh! Obwohl ich die Szene gekannt habe. Oh, Leckner Marsch! Oh, Leckner Marsch! Boah, bin ich jetzt zusammengefahren. Oh, bin ich jetzt zusammengefahren. Oh, leck mir am Arsch. Oh, leck mir am Arsch. Alter. Oh. Oh. Oh, leck mir am Kittel. Ich muss erst mal schön was trinken. Oh. Alter Schwede. Boah, bin ich zusammengefahren. Oh. Leck mir am Arsch. Boah. Alter. Ey, sorry, falls ich euch mit erschreckt habe, aber boah. Leckt mich am Arsch. Ich bin selber mit verschrocken. Leckt mich am Kittel. Was passiert hier? Oh
Gott. Oh, leck mich. Habe ich jetzt Klopfe, ey. Oder hatte gerade. Kann ich jetzt schon Charakter wechseln? Nee. Liegt hier irgendwie was rum, was man mitnehmen könnte. Ja, Kraut habe ich auch noch nicht. Leck mich doch am Arsch. Was geht hier ab? Ey, ich kenne jetzt ohne Scheiß, ich kenne das Spiel. Aber wie gesagt, ich habe das zuletzt vor, keine Ahnung, 3 Jahren gezockt. Wenn nicht, überhaupt. Okay, der geht nicht. Aber da sind noch 2. Ah! Cool. Noch ein grünes Kraut. Oh, ich will nicht. Wenn ich dann mal einen Schusswaffe habe, wird sowieso alles leichter. Ey Leute, ihr glaubt mir nicht, was ich Herzklopfen habe, oder? Oh Gott. Also was heißt Herzklopfen, aber ich habe... Boah, ich habe Gänsehaut. Ich habe irgendwie Angst, immer weiter vorzugehen, ohne Scheiß. Ich kenne das Spiel, ich habe mir die Szene vorhin auf YouTube mal angeguckt, aber trotzdem. Oh. Jetzt kommt die Ding. Wie heißt sie? Och nee, ey. Alter. Alter, ich habe jetzt keine Angst. So ist es nicht. Aber Respekt. Ey. Na gut, ihr habt schon gute Herzklopfer. Ey Leute, habe ich überhaupt das Mikrofon an? Na gut, das wäre jetzt ein bisschen bitter gewesen. Ey, ich will nicht. Ich will nicht. Ich weiß, wer es kommt. Ich will da nicht um die Ecke gehen. Ach du Scheiße. Da würde ich wohl jetzt eher sagen, war. Oh, leck mich. Guckt euch diese Vibe an. Die haben sie ja wohl völlig auseinandergenommen. Ach du Scheiße. Na gut. Ich will trotzdem lieber eine Schusswaffe. Experimentierblockschlüssel. Brauchen wir da. Will eine Schusswaffe. Ja gut, da später kommen ja jetzt auch Ding, kommen ja jetzt auch Zombies da unten. Auch vor dieser Szene habe ich mich früher. Und tschüss. Holen Sie den Schlüssel. Aha. Müssen wir ganz da unten rein? Ja gut, ich kenne die Szene. Nein. Absolut kein Bock. Okay, die geht gar nicht auf. Okay, hier lieber mal ein bisschen langsamer ans Werk. Von einer Seite verschlossen, ey. Nein. Ey. Nur mal kurz so zwischendurch. Stellt mich ruhig als Schisser hin. Ist mir eigentlich relativ wurscht.
Auch vor manchen Szenen habe ich echt riesigen Respekt. Also was heißt riesigen Respekt? Was heißt Respekt? Es hat schon ein bisschen was mit der Angst zu tun, weil ich das Spiel halt eben kenne und ich weiß, was als nächstes kommt. Deswegen will ich trotzdem nicht. Was ist das denn für eine Scheibe? Okay, also ich kenne die Szene hier, aber die Scheibe ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Oh mein Gott. Warte mal, ich muss mal kurz... Jetzt speichert's kurz. Okay, jetzt sind wir hier schon viel besser unterwegs mit der Kamera. Der Schlüssel ist weg. Wirst du die benutzen? Ist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du sagst. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Okay, Munition haben wir schon mal, ne? Ich stelle die Kamera doch nochmal eins zurück. Ist mir lieber. Kamera. Ich weiß ja eh schon, wo er hängt. Da. Nein. Boah! Oh, leck mich. Wie lädt man nach? Ich weiß nicht, wie man nachlädt. Ich weiß nicht, wie man nachlädt. Achso, ich habe keine Muni mehr. Kein Wunder. Jetzt. Ich gehe da nicht durch. Oh Gott. Hier zurück und probieren den Schlüssel. Ah! Von mir aus. Aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Alter! Irgendwo kommt er. In irgendeiner Szene. Aber wo? Ah. Okay. Oh, wir kriegen Besuch, wa? Komm her, mein Freund. Nicht mit mir. Hei, hei, hei.
Geht ja schon ganz schön ab hier. Headshot. Schau, ist er weg. Ey, nein, da vorne kommen diese Gänge wieder. Da ist jetzt jede Tür offen. Oh Gott, nein. Gut. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz zurück. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal vom ersten Video. Würde mich freuen, wenn euch dieses Spiel gefällt und ihr euch genauso schön erschreckt wie ich. Und euch das gefällt, wie ich hier zusammenzuck. Ja, gut. Somit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Der nächste Part von diesem Video wird morgen erscheinen. Also wir sehen uns am Morgen. Bis dahin, ciao.